Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Digimon Survive. In der letzten Episode sind wir in eine Schlucht gefallen, beziehungsweise es gab wohl einen Erdrutsch. Aber irgendwie sind wir immer noch am selben Ort. Wir wundern uns nicht mal darüber. Sind auf Kuromon gestoßen, der sich eigentlich sehr offensichtlich als unser Digimon-Partner identifiziert. Und Kuromon hat absolut keine Angst vor uns. Was ist das für ein Ding? Hey, das sollte ich sagen. Moment mal, du bist... er spricht? Husch, husch, geh zurück! So etwas habe ich noch nie gesehen. Was zur Hölle ist das? Ernsthaft? Was hat dieses Ding vor? Ich bin kein Ding. Ich bin Kuromon. Ich habe auf dich gewartet, alter Kumpel. Tut mir leid, aber dieses Kumpelgerede gefällt mir nicht. Ich heiße Takuma, okay? Aber egal, halt einfach etwas Abstand, ja? Takuma? So heißt du? Schön, dich kennenzulernen, Takuma. Das beantwortet meine Frage nicht. Und vor allem... Was meinst du damit, dass du auf mich gewartet hast? Ja, seit Ewigkeiten. Seit echt langer Zeit, Kumpel. Wieso? Warum? Ja, das ist einfach, also, Hey, warum habe ich überhaupt gewartet? Was ist mit diesem Ding? Es versteht mich, aber ein Gespräch ist das nicht. Zumindest scheint es mir nichts tun zu wollen, glaube ich. Du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Auf jeden Fall bist du kein Mensch. Das ist nämlich, was ich bin. Ein Mensch. Und ein Junger noch dazu. Ein junger Mensch? Habe ich noch nie gesehen. Du siehst auch irgendwie komisch aus. Na, danke schön. Trotzdem bin ich froh, dich getroffen zu haben. Ich habe irgendwas ersehnt. Ich habe so lange gewartet. Ersehnt? Wie meinst du das? Du bist der Richtige. Es kommt mir vor, als hätte ich ewig auf dich gewartet. Was meinst du damit? Das verstehe ich nicht. Hör mal zu, Kuromon, oder? Behandle mich nicht immer wie ein Kleinkind, okay? Ich bin schon auf der Highschool. Was ist eine Highschool?
Also, das heißt, dass ich praktisch erwachsen bin. Ach, Erwachsene sind kleiner, als ich dachte. Ah, vergiss es. Ich bin jedenfalls kein Kind mehr. Warum denn nicht? Auf mich wirkst du ziemlich kindisch. Warum sonst solltest du dich über jede Kleinigkeit aufregen? Gutes Argument. Halt den Mund! Mir reicht's! Verschwinde endlich! Warte, Takuma! Eins nach dem anderen. Ich muss diese komische Kreatur irgendwie abschütteln. Ich werde mal versuchen, mich vom Schrein zu entfernen. Das klappt nicht. Okay, ich glaube, es ist endlich weg. Aber was zur Hölle war das für ein Ding? So etwas habe ich noch nie gesehen. Am seltsamsten aber war, dass ich gar keine so große Angst vor ihm hatte. Ich meine, es war total klein und hat geredet wie ein Kind. So total kumpelhaft. Dass es überhaupt gesprochen hat, ist eigentlich schon seltsam genug. Vielleicht habe ich ja geschlafwandelt oder so. Tue ich übrigens auch, hin und wieder, von Zeit zu Zeit, und schließe mich selber in mein Zimmer ein. Am nächsten Morgen frage ich mich dann, weswegen meine Tür abgeschlossen ist. Vielleicht sollte ich mich noch etwas umsehen. Was zur? Da vorne bewegt sich etwas im Gras. Guck mal einen an. Meine, ist das das Felsmonster, das uns vorhin angegriffen hat? Nicht zu fassen, dass sie eins ist. Mist, keine Fluchtmöglichkeit. Es ist schon zu nah. Und es möchte uns angreifen. Okay, wenn wir nicht angegriffen haben und auch nichts benutzt haben, geht unsere Einheit automatisch in die Verteidigungsposition. Okay, Karma beeinflusst Agumons Entwicklung. Bleiben und kämpfen. Ah, jetzt lass das mal. Sieht ziemlich lahm aus. Wenn ich vorsichtig bin, kann ich vielleicht... Oh, es ist direkt auf mich losgegangen. Das tut weh. Autsch, was zur Hölle? Verdammter, es sieht aus, als würde es gleich wieder lospreschen. Lauf!
ist das Kurumon? Es hat's auf dich abgesehen. Schnell, verschwinde hier. Oh Mist, meine Beine sind... Ich versuche es abzuwehren, damit du entkommen kannst. Los geht's. Mann, du bist ja schwach. Also total schwach. Du solltest lieber weglaufen. Aber ich muss dich beschützen, Takuma. Das nützt nichts. Oh Mann, das sieht übel aus. Wenn das so weitergeht, kriegt Kurumon Probleme. Unglaublich, dass das kleine Mini-Viech sein Leben für mich riskiert. Ich darf nicht einfach wegrennen und es alleine kämpfen lassen. Aber was? Oh Gott, was sollen wir nur tun? Angreifen? Nein. Vielleicht ablenken? Hey Monster, hier drüben ist dein Gegner. Ja, komm und hol's dir. Los, Kurumon, wenigstens einer von uns sollte entkommen. Auf keinen Fall. Ich kann dich nicht einfach zurücklassen, Takuma. Tja, da sind wir wohl schon zwei, oder? Oh, jetzt, wo du es sagst. Oh Mann, das ist alles schon ziemlich verrückt. Wie kann ich in so einer Situation überhaupt lachen? Was soll ich sagen? Plötzlich habe ich das Gefühl, es zu können. Ich schaffe das, Takuma. Was sagst du da? Schau einfach zu, Takuma. Ich sagte doch, ich beschütze dich. Und das mache ich auch. Kurumon entwickelt sich zu. Unser erster richtiger Kampf. Jeder Kampf besitzt eigene Bedingungen für Sieg und Niederlage. Du kannst auch die Schwierigkeit eines Kampfes wechseln. Bist du in einem Kampf chancenlos, wechsle die Schwierigkeit. Ein entscheidender Kampf. Etwas Vorsicht wäre also angebracht. Ach Quatsch! Deckung spielt im Kampf eine wichtige Rolle. Wende deinen Zug, ohne anzugreifen oder einen Gegenstand zu benutzen, um zu decken.
Deckung halbiert den Schaden eines Angriffes von vorne, aber nicht aus anderen Richtungen. Versuche in dieser Situation zu decken. Wähle Zug beenden. Wir bleiben auf Blickkontakt. Deine Verteidigung hat den Schaden der gegnerischen Fertigkeit halbiert. Let's go! Das hat nicht nur den Schaden verringert, dein Gegner hat auch SP verschwendet. Da dein Gegner bei diesem Zug angegriffen hat, kann er nicht decken. Nutze diese Gelegenheit. Greife deinen wehrlosen Gegner mit einer Fertigkeit an. Wähle den Angreifen-Befehl wie zuvor und dann Pfefferatem aus der Fähigkeitenliste. Okay. Tun wir doch auch gleich. Was ein Schaden. Egal, ob du angreifst oder dich verteidigst, Deckung ist immer wichtig. Wir könnten es ganz, ganz einfach machen. Level up. Machtkristall. Unglaublich, er hat dieses Monster wirklich besiegt. Aber warum sieht er so anders aus? Das ist doch derselbe Kurumon wie davor, oder? Während du erkundest und Belohnungen im Kampf erhältst, sammelst du verschiedene Gegenstände. Ausrüstbare Gegenstände können deine Fähigkeiten verbessern und lassen dich Fertigkeiten nutzen. Du hast einen ausrüstbaren Gegenstand gefunden. Rüsten wir ihn gleich mal aus. Drücke den Plusknopf, um das Pausenmenü zu öffnen. Gegenstände müssen im Statusbildschirm ausgerüstet werden, also öffne das Statusmenü. Dieser Bildschirm zeigt die Fähigkeiten deiner Teammitglieder, ihre Ausrüstung und Level. Drücke A, um genauere Informationen über ein Monster zu erhalten. Wechsle Kategorien mit L oder R, gehe zur Ausrüstung. Okay. Im Pausenmenü gibt es weitere Optionen wie Datenverwaltung, Einstellungen und das Handbuch. Sieh dir alle Menüs an, um das meiste aus dem Spiel herauszuholen. Ja, vielen Dank. So, einmal ausrüsten. Physischer Angriff plus 1, SP-Angriff plus 1. Sieht nach Funken aus. Beeinflusst das die Angriffskraft? Ist es jetzt überhaupt ausgerüstet? Ja. Dank dir konnte ich gewinnen, Takuma. Du warst echt heftig, Kurumon. Ich fand es verrückt, dagegen zu kämpfen, aber dann hast du es fertig gemacht. Nicht Kurumon, du Dummerchen. Jetzt bin ich Agumon.
Koromon, ja, nein, oder? Agumon? Ich dachte, du heißt Koromon. Ja, Koromon war ich vorher, aber jetzt heiße ich Agumon. Okay, kapiere ich zwar nicht, aber egal. Du hast mir echt aus der Patsche geholfen. Ich schulde dir was. Das gilt doppelt für mich, Takuma. Du hast mir geholfen und die Entwicklung war nur dank dir möglich. Dank mir? Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Das stimmt nicht. Ich kann es nicht erklären, aber in deiner Nähe spüre ich diese Kraft in mir aufsteigen. Vielen Dank, Takuma. Was meinst du damit? Konntest du dich dadurch transformieren? Ernsthaft, was ist hier los? Keine Ahnung. Okay, alles klar. Ich hätte dich wohl überhaupt nicht fragen sollen. Das ist nett von dir. Was klang denn da nett? Mann, die werden alle ausflippen, wenn sie dich sehen. Die anderen richtig, ich muss sie suchen. Die anderen? Wer sind die? Damit meine ich meine Freunde. Eine seltsame Folge von Ereignissen hat uns zum Schrein geführt. Wir hatten uns alle zusammen eingefunden und wurden dann durch einen Erdrutsch wieder getrennt. Ach wirklich? Wenn sie nicht hier sind, dann sind sie ja vielleicht zurück zur Schule gegangen. Nun gut, zunächst muss ich wieder zurück zum Schulgebäude. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. In diesen Wäldern und der Nebel hilft auch nicht gerade. Hey, geh nicht in den Nebel, Takuma. Der Nebel? Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Aber ich glaube, er ist dichter geworden. Ich gehe ja nicht, weil ich es will. Selbst ohne den Nebel wüsste ich wohl nicht, wo ich bin. Wenn dieses komische Vieh uns wieder angreift, wird das nicht gut für uns enden. Ich frage mich, wie wahrscheinlich ein weiterer Angriff ist. Schwer zu sagen. Hey, Agumon, das Felsmonster? Ist das ein Freund von dir? So etwas habe ich zum ersten Mal gesehen. Ist das die wahre Gestalt der Kimonogami? Ob ich es kenne? Nein. Ich könnte nie mit jemandem befreundet sein, der einen einfach so angreift. Ja, das
Oh, ich meinte nicht so richtig befreundet, nur. Also erstens, ich würde niemals so wie sie Kinder angreifen. Ja. Ich frage nur, in welcher Beziehung ihr zueinander steht. Das ist alles. Moment mal, so wie sie? Sag mir nicht, dass es von dem Felsviech da draußen noch mehr gibt. Oh ja, es gibt jede Menge. Es gibt große, starke und welche, die fliegen. Auch schnelle, pelzige, alles Mögliche. Es gibt da draußen natürlich auch gute und böse. Jede Menge, sagst du? Ich glaube, ich kriege Kopfschmerzen. Da draußen gibt es jede Menge von denen. Davon höre ich zum ersten Mal und ich sehe es auch definitiv zum ersten Mal. Und es gibt auch viele verschiedene Arten. Was ist hier los? Vielleicht ist beim Kimonogami-Schrein etwas passiert. Möglicherweise haben wir aus Versehen ein Siegel dort gebrochen oder so. Das hätte diese bizarren Kreaturen auf die Welt loslassen können, oder? Da fällt mir ein, dass Mio doch irgendwas von Vergeltung gesagt hat, oder? Das kann nicht sein. Ich dachte, das Kind hätte einen seltsamen Sinn für Humor. Aber es fühlt sich nicht komisch an, mit dieser seltsamen Kreatur zu reden. Es ist fast, als ob ich diesen kleinen Kerl schon sehr lange kennen würde. Hat der Sturz etwas durcheinander gebracht? Hm? Was ist los, Takuma? Naja, ich dachte darüber nach, was jetzt zu tun ist. Wir dürften nicht besonders weit vom Schrein entfernt sein. Ich glaube kaum, dass das Felsmonster einfach unsere gesamte Gruppe verprügelt hat. Einer meiner Freunde ist vielleicht noch hier irgendwo. Das ist kein Monster. Das Felsviech heißt zum Beispiel Gotsumon. Oh, ihr habt also alle Namen? Alles klar. Moment mal, das habe ich doch schon mal gehört. Ach ja, der Professor hat vor dem Wandbild im Schrein einen Namen erwähnt. Dann sind diese Viecher also wirklich alle Kimonogami? Okay, mal sehen. Wir sollten wohl erstmal zurück zur Schule gehen. Auf dem Weg möchte ich nach meinen Freunden suchen. Könntest du mir helfen, Agumon? Ja, natürlich bin ich dabei, Takuma. Okay, los geht's. Was war das da gerade für ein Schrei? Das klang nach einem Menschen. Er kam von da drüben. Diese Stimme, das klang nach Minoru.
drüben beim Schrein. Okay, gehen wir. Ja. Ich begann aus Reflex zu rennen, als ich Minoru schreien hörte. Zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht wirklich über meine Lage nachgedacht. Über die geheimnisvolle Kreatur Agumon oder den Ort, an dem ich gelandet war. Wer hätte gedacht, dass das passieren würde? Ein lebensgefährliches Abenteuer. Das hatte ich mir damals beim besten Willen nicht vorstellen können. Ernsthaft jetzt, warum zur Hölle verfolgt das Felsmonster mich? Halt, Minoru, ich kriege keine Luft mehr. Aoi! Ich kann keinen Schritt weiter. Das Viech wird nicht von uns ablassen. Wenn es uns einholt, haben wir ein Problem. Wir müssen wegrennen, und zwar schnell. Du hast doch gesehen, wozu es fähig ist, oder? Wenn es uns einholt, wird es schwer wegzukommen. Aber ich kann mich nicht mehr bewegen. Wir sollten uns irgendwo verstecken und auf Hilfe warten. Wo denn? Hier gibt es nur den Schrein, in dem das Felsmonster ist. Ah, der kleine Schrein. Da könnten wir uns verstecken. Los, Aoi, komm in die Hufe. Okay. Los, geht wieder los. Oh nein, dieses Geräusch. Was ist hier? Verdammt! Dann mal los! Komm doch! Minoru, was machst du da? Ich kümmere mich um den Mistkerl. Nimm du die Beine in die Hand. Nein, das ist viel zu gefährlich. Wer weiß, vielleicht komme ich ja alleine mit ihm zurecht. Dann bin ich ein Held. Nein, tu das nicht. Einen Schritt weiter. Lass die Kinder in Ruhe. Oh, jetzt sind da noch mehr davon. Wir werden dir keine weitere Missetat erlauben, du Flegel. Ich beschütze euch. Keine Angst, ihr beide seid jetzt außer Gefahr. Das sind einfach zu viele. Wo willst du hin, Minoru? Du
Du darfst nicht einfach alleine loslaufen. Uiuiui. Keiner da? Ja, keiner da? Wer weiß. Vielleicht sind sie ja noch nicht allzu weit gekommen. Das aber erfahren wir erst in der nächsten Folge. Ich sag wie immer, danke fürs Zuschauen. Bis dahin und tschüss.